Anfangen. Im Anfang war das Wort. Was habt ihr denn? Los, anfangen. Anfangen? Das sagst du so? Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Du bist es gut. Und das ist leichter gesagt als getan. In Anfang? In Anfang war das Wort? Wieso denn? In Anfang war der Sinn. Der Sinn, so ist das nämlich. Und aller Anfang ist schwer. Und ich bin doch erst Anfang 20. Warum soll ich denn immer den Anfang machen? Na ja, das war's denn wohl. Damit kann ich nichts anfangen. Im Anfang war der Sinn. Von wegen, was denn für ein Sinn? Wenn das schon so anfängt, hat das alles keinen Zweck. Dann ist das alles ganz sinnlos. Dabei haben wir noch gar nicht angefangen. Das ist der Anfang vom Ende und das gleich zu Anfang. Eigentlich schade. Was soll denn das schon wieder? Jetzt fang doch nicht damit an. Ich kann mit diesem Gerede überhaupt nichts anfangen. Wenn ich das schon höre, solche Anfänger. Mit euch ist wirklich gar nicht anzufangen. Wenn ihr nicht anfangen wollt, dann hört doch gleich auf. Das ist doch einfach nur lächerlich. Im Anfang war die Kraft. Los, fangen wir an. Bevor wir jetzt anfangen, sollten wir mal eines klären. Wir fangen es an, wenn alle da sind. Ist es klar? Anders geht es nicht. Sonst brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Habt ihr verstanden? Wenn das so weitergeht, kommen wir zu gar keinem Ende. Also, wenn ihr mich fragt, sollten wir mal endlich anfangen. Und zwar mit aller Kraft. Und zwar sofort. Nun fang bitte nicht damit an. Das hat gerade noch gefehlt. Das musst du gerade sagen. Du hast doch angefangen. Du fängst immer an und hinterher gibst du mir die Schuld. Im Anfang war die Kraft. Was soll denn das heißen? Welche Kraft denn? Aber es musste ja so kommen. Ich habe es von Anfang an gewusst. Am Anfang warst du ganz anders zu mir. Jetzt hör doch mal auf. Was? Was willst du mir damit sagen? Wir stecken doch noch in den Anfängen. Das geht alles nicht so schnell. Das braucht seine Zeit. Ich kann mit diesem Gerede überhaupt nicht anfangen. Weißt du was? Am besten fangen wir nochmal ganz von vorne an. Wir versuchen es einfach nochmal. Komm, fangen wir an. Jetzt gleich. Anfangen. Was sagt ihr denn nun? Jetzt fängt das Theater schon wieder an. Dabei wollen wir doch Hendrik anfangen. Was ist denn das für ein Anfang? Wir müssen einen neuen Anfang machen. Im Anfang war die Tat. Also los, fangen wir an. Worauf wartet ihr noch? Das Stück hat doch schon längst angefangen. Habt ihr das noch nicht gemerkt? Jetzt hört doch mal auf! Anfangen! Anfangen! In Anfang war das Wort! Was soll ich denn sagen? In Anfang war das Wort, dass ich nicht lache. Anfangen! Anfangen! In Anfang war der Sinn! Damit kann ich nichts anfangen. Im Anfang war der Sinn. Was denn für ein Sinn? Anfangen, anfangen. Im Anfang war die Kraft. Wenn ich das schon höre. Im Anfang war die Kraft. Ich kann mit diesem Gerede überhaupt nicht anfangen. Anfangen, anfangen. Im Anfang war die Kraft. Im Anfang war die Kraft. Also los, fangen wir an. Worauf wartet ihr noch? Wir fangen es an, wenn alle da sind. Ist das klar? Anders geht es nicht. Sonst wollen wir gar nicht anfangen. Nun fang bitte nicht damit an. Das hat gerade noch gefällt. Das musst du gerade sagen. Könnt ihr vielleicht etwas anderes sagen als immer diese Monologe? Was soll ich denn sagen? Ich bin doch erst Anfang 20. 23 Jahre alt und noch nichts für die Unstabilität getan. Aber dann solltest du mal schleunigst anfangen. Wer sagt dir das denn überhaupt? Schiller.
Und wir? Was fangen wir inzwischen an? Wir fangen ein Satan im Anfang war die Tat. Ja. Wisst ihr was? In 3 Monaten habe ich meine Abschlussprüfung und dann... Wow! Herzlichen Glückwunsch! Und dann fängt das Leben endlich an. Und was willst du dann anfangen? Endlich anfangen. Im Anfang war die Tat, sagt schon Goethe im Faust. Echt? Habt ihr das gewusst? Wir haben Goethe die ganze Zeit zitiert. Oh, tatsächlich. Ja, unseren Dramaturgen fällt nichts mehr ein. In seinen Lektionen erzählt er auch immer dasselbe. Ich verstehe das nicht. Das ist postmodern. Oh, postmodern. Fantastisch. Das heißt, wir zitieren Zitate von Zitaten und... Dann haben wir also postmoderne Professoren. Ja, aber wenigstens im Theaterlabor könnten wir doch mal etwas Originelles machen. Zum Beispiel... Nun warte doch mal ab. Vielleicht. Abwarten? Abwarten. Das ist leichter gesagt als getan. Was meinst du, Elke? Nun sag schon, was willst du nach deiner Lage machen? Ich habe einen super Job in Aussicht. Was? Ja, in einem Feriendorf. Oh, in einem Feriendorf! Ja, in einem internationalen Feriendorf in Padania. Bleibe im Land und lehre dich fertig. Ist das auch von Goethe? Schiller! Und jedenfalls ist das politisch nicht korrekt. Es heißt immer noch Lombardia. Und du, was machst du da? Alles Mögliche. Rezeption, Organisation, Büro. Ich darf 7 Tage in der Woche arbeiten. 10 Stunden, 3 Monate lang. Und das Beste. Ich bekomme 5 Euro. Ich bekomme 5 Euro. Weniger, nicht mehr. Schiller. Lessinger. Bist du verrückt? Das ist doch Ausbeutung. Das ist Sklaverei. Das ist ganz normal. Aber immerhin stellen Sie mir ein kleines Zimmer zur Verfügung und es hat sogar ein Fenster. Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich lieben Paar. Lessing. Schiller! Ja, nun bin ich leider ganz allein da. Und wie heißt dieses geniale Fernsehen? Arkadin. Das klingt irgendwie nach Theaterlabor. Ja, unser Dramaturge fällt wirklich nichts mehr ein. Aber immerhin ist es doch ein Feriendorf und noch in Padania, ich meine in Lombardia. Ich finde das sehr originell. Was meinst du, Erika? Wisst ihr eigentlich, was die Christen sein müssen, die dort Ferien machen? Hier, schaut mal, Preisliste. Das gibt es doch egal nicht. Wem gehört denn dieses Arkadien? Hier steht es. Falken, Faken, Fritschen, GmbH. Es verdient sich dabei einen Gewinn. Na klar. Aber warum seien sie dann so schlecht? Naja, gerade deswegen. Sonst würden sie nicht so viel verdienen. Nein, ich finde das total beschissen. Aber da sagte sie doch die andere Seite sehen. Die Welt will betrogen sein. Ja, die Welt vielleicht, Manuel, aber ich nicht. Goethe? Sebastian Brandt! Und wer ist denn das? Ein Humanist. Vom wegen Humanismus. Das ist zu menschlich. Das ist ungeheuerlich. Vieles ist ungeheuer. Ungeheuer ist der Mensch. Doch nichts ist ungeheuer als das Geld. Der Mensch denkt, das Geld lenkt. Sebastian Brandt. No, das ist von mir. Was sollen wir denn jetzt anfangen? Wir können nicht ewig warten. Das ist doch alles nur Theater. Und was sonst denn ich mich mit meiner Lauer anfangen? Jetzt fängt das Theater schon wieder an. Aber was sollen wir denn tun? Das hat doch alles keinen Sinn. Das ist doch alles nur Theater. Wenn das so weitergeht, kommen wir zu keinem Ende. Das ist doch einfach nur lächerlich. Los, fangen wir endlich an. Ich habe es von Anfang an gewusst. Ich habe es von Anfang an gesagt. Das ist doch alles nur Theater. Auf geht's. Wer fängt an? Alles anfangen ist schwer. Silvia, Kaffee. Was? Warum soll ich denn immer den Anfang machen?
Das Stück hat doch schon längst angefangen. Habt ihr das noch nicht gemerkt? Jemanden, der euch sympathisch ist.
Und deshalb wird auch jeder von euch immer schön lieb und nett zu allen anderen sein. Sonst wird euch ja niemand positiv evaluieren. Und was kostet das Ganze? Das ist bestimmt sehr teuer. Wir haben da ein Top-Angebot für euch. Una Offerta. Si. Abbiamo super preiswerte Angebote. Eine ganze Palette von Finanzierungsprodukten. Prendi due, paghi tre. Ja, und das ohne Anzahlung und beinahe zinslos und dann Abzahlung ganz bequem. Das ganze Leben lang. Si. Perché questo è un programma lifelong learning. Also, wenn es einen festen Job gibt, dann bin ich dabei. Naja, ich mag ja auch nichts. Oh ja, ich auch. Ja, ich auch, ich auch. Und du, wenn wir beiden gewinnen? Okay, der Not gehorchen, nicht dem eigenen Trieben. Aber man kann ja beides miteinander verbinden. Das sagst du so. Ja, du bist echt gut. Aber das ist leichter gesagt als getan. Der brave Mann denkt an sich selbst zuerst. Das ist viel zu negativ. Hier fehlt der Ehrgeiz, der Durchsetzungswille, der Profilierungstrieb. Dann macht er einfach den Bademeister. Das gibt immer Sympathiepunkte. Gut, dann arbeiten wir zusammen. La Cidarella, Mano, la Cidarella. Los jetzt an die Arbeit! Ja, das geht alles viel zu langsam. Ja, sollte nachgebessert werden. Sag ich doch. Aber wo sind denn die Touristen? Hat jemand Lust mitzumachen? Halt, stopp, nicht doch. Wir sind heute beide sind die Touristinnen. Wir wollen mal richtig ausspannen. Spielen wir jetzt, dass wir im Ferienlauf bei Kalien sind.
dachte, wir spielen Theater. Die ganze Welt ist eine Bühne, Shakespeare. Das sagte mein Vater auch immer, wenn er nur etwas sieht. Hört mal! Wir sind jetzt in einer Reality-Show. Da wird nicht mehr gespielt. Da ist Lust mit lustig. Da geht es um feste Jobs. Um unsere Zukunft. Um Geld. Anfangen jetzt! Los, anfangen! Guten Morgen, hier ist der Cappuccino. Guten Morgen, wir beginnen mit einem fröhlichen Wellness-Programm. Oh, ich würde lieber gleich an den Strand. Hallo Vanessa, gut geschlafen? Ja, und du? Vanessa, stimmt sie vielleicht eine Massage? Ach nein, danke, aber Carina braucht ganz dringend eine Massage. Carina braucht auch einen Sonnenschirm. Ich doch! Nein, nein, hier geht alles viel zu langsam. Das ist keine gute Performance, Erika. Wieso denn? Wer oder was geht hier zu langsam? Ich finde, das geht viel zu schnell. So, jetzt brauchen wir etwas Bewegung. Oh. Aua! Das reicht jetzt! Also, wenn niemand eine Massage will, kannst du in der Küche helfen. Das ist doch nicht mein Job. Das Betriebsklima lässt zu wünschen übrig. Hier sollte nachgebessert werden. Wer macht eigentlich die Zimmer sauber? Das solltest du machen. Und wer kocht dann? Der Bademeister. Oh nein, nur das nicht. Der Bademeister ist beschäftigt. Also du sollst mal putzen. Was? Auch noch putzen? Jetzt reicht mir aber. Jetzt erst? Das geht alles viel zu langsam hier. Der Sprachunterricht fängt an. Buongiorno, mi chiamo Sara. Ma no, tu ti chiami Carina. Ho capito, tu ti chiami Carina. No, ihr fragt euch gegenseitig. Come ti chiami? Come ti chiavi? Io mi chiamo Carina. No, no, allora. Come ti chiami? Das habe ich schon dreimal gesagt. Ich heiße Carina. Che carina che sei. Ripeto. Come ti chiami? Ach, sie meint mich. Ja, ich heiße Vanessa. Basta. Das ist keine gute Performance. Hier muss nachgebessert werden. Du nervst. Ora di pranzo. In tedesco. Mi vergessi il tempi. Oh, super. Was gibt's denn? Weißt du schon, was du nimmst? Tagesmenü. Couscous à la Minorenne. Agnello in Salsa Innocenza. Budino Bunga Bunga. Hier gibt's auch Bustecca Fiorentina Truffulata. Oh, oder Scalettina Manipulese. Eine lombardische Spezialität. Hier gibt's ein 5-Sterne-Menü. Das nehme ich. Haben Sie gewählt? Ja. Zweimal das Menü Cinque Stelle, bitte. Sehr gut. Das kann doch etwas dauern. Gar nicht schlimm. Hauptsache, es schmeckt. Manuel, kommst du in die Küche? Da können wir den Ruhe essen. Und die Treue? Sie ist doch kein Lehrerfahren. Wer spricht hier von Treue? Sheila! Was fällt dir rein? Du sollst an den Tisch bedienen. Sie haben das Menü Cinque Stelle bestellt. Da können Sie lange warten. Die Wahlen sind erst im nächsten Jahr. So, das ist... Oh mein Gott. Das ist so viel. Das ist so... Oh mein Gott. Hier geht alles viel zu langsam. Könnt ihr das etwas schneller gehen? Das ist zu wenig effizient. Soll ich dir was sagen? Du gehst mir auf den Geist. Du stehst immer hinweg und sagst nicht anders als immer dieselbe Sprüche. Du klopfst immer dieselbe Sprüche. Nacht muss es sein, wenn die 5 Sterne strahlen. Ich finde, unsere Aussichten sind dunkel genug. Ja, das wird dir schmecken. Du schiebst ein großes Wort gelassen aus. Das ist wirklich gut. Schiller? Nein, das Essen von Elisa. Weißt du was? Du solltest besser eine Vitres-Diät machen, sonst wirst du noch zu dick. Was für eine Schweinerei ist das? Die Gäste warten und das Personal
Thomas. Er muss nachgebessert werden. Manuel, machst du noch Dessert? Na, du gehst dann auf der Bord, an den Strand. Okay. Aber er hat doch noch gar nicht aufgegessen. Und wir haben noch nicht einmal einen Ball gesetzt. Jetzt yes, lasst ihn endlich mal in Ruhe. Komm, Manuel, das schmeckt überhaupt nicht. Hier geht alles viel zu langsam. Das ist keine gute Performance. Das ist zu wenig effizient. Was soll das heißen? Das schmeckt nicht. Kannst du mir das mal erklären? Oh, der Arme. Den ganzen Vormittag hat er gearbeitet und... Was ist ja lange Rede, kurzer Sinn? Jeder geht sofort an seine Arbeit. Goethe? Nein! Ja, alle! Das ist doch echt oder hat sich der Dramaturg das nur
an den roten Zähnen holen kannst. Wir schreiben ein Stück, in dem alles besser ist. Indem wir sagen, was wir wirklich sagen wollen. Indem wir das machen, wozu wir Lust haben. Indem nicht immer nur zitiert wird. Bravo, ein Stück, in dem die Männer endlich die Klappe halten. Ja, so ein wirkliches Arcade. Und eure Füße, die Laura? Schreiben wir, wenn euer Stück fertig ist. Ja, und dann, was ist dann? Dann ist eben wieder alles Paletti. Der Rest ist Schweigen. Shakespeare. Ja! Na los, worauf warten wir? Anfang, los. Thank you.
Io pensavo che non lo sapesse nessuno, ciao. Quindi credo che voi mi sentiate. Benvenuti nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia. Per chi non lo conoscesse, ciao! Per chi non lo conoscesse, questo salone è, diciamo, la sede originale della biblioteca fondata da Maria Teresa d'Austria nel 1778. E noi siamo universitaria tradizionalmente, ma in realtà siamo una biblioteca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Quindi siamo una biblioteca pubblica statale aperta a tutti. Tra le nostre missioni c'è anche quella proprio di promuovere la cultura, una missione generica, generale, ma molto importante per noi, che in questi ultimi anni abbiamo cercato di perseguire facendo non solo mostre, convegni, presentazioni di libri, ma anche concerti, spettacoli teatrali, come sa bene la professoressa Donatella Mazza, che più volte ha appunto allietato il pubblico del salone con i suoi spettacoli. Questa volta invece sarà in veste di regista. Allora, questa sera presentiamo il saggio finale di un laboratorio teatrale particolare, perché è un laboratorio teatrale in lingua tedesca che è appunto la cattedra di letteratura tedesca dell'Università di Pavia offre come attività complementare ai suoi studenti, attività complementare ma anzi essenziale, perché parlare in tedesco e recitare in tedesco consente un approccio, una sperimentazione con la lingua molto molto più diciamo viva, intensa rispetto a un semplice corso di lingua. Io non rubo tempo, anche perché i ragazzi sono lì che fremono. Volevo solamente appunto ringraziare Donatella, che ormai è un'abitué in questo salone, la vediamo in veste di attrice, in questo caso di regista diciamo dello spettacolo, e appunto fare i nomi, raccontare chi saranno i protagonisti dello spettacolo. Quindi ci sarà Silvia Alessandri, Sara Amodeo, Erika Biagetti, Manuel Gianotti, Carina Graf, Pia Greca, Vanessa Huck, Elisa Pacchioni e Stefania Visini. La regia appunto di Donatella Mazza, il copione e anche le scelte musicali del professor Heinz Georg Hess. Grazie di essere venuti nonostante il tempo e buon spettacolo, buona visione. Anch'io innanzitutto per ringraziare Antonella, la biblioteca, dell'opportunità di usare questo meraviglioso salone che è sempre apre sempre il cuore tutte le volte che siamo qui, quindi è per noi un grandissimo onore poter far qua il nostro spettacolo. Quello che vedete appunto, come diceva Antonella, è il risultato finale di un laboratorio di 3-4 mesi. Loro sono tutti studenti di lingue di livello linguistico differente, ci sono dei principianti, ci sono degli avanzati, e questa volta abbiamo anche due ragazze madrelingua che sono qua a Pavia per uno scambio Erasmus, quindi veramente misto.
Il copione e la storia nasce dal nostro laboratorio. Non so se avete letto un po' la trama, così l'abbiamo messa un po' in modo un po' dettagliato per aiutare chi non conosce la lingua. La trama, le parole, le frasi, i monologhi che loro dicono sono tutti nati all'interno del laboratorio, quindi da esercizi che abbiamo fatto, da improvvisazioni che loro hanno fatto e poi a un certo punto queste frasi, questo materiale linguistico con cui noi facciamo un sacco di cose, soprattutto muovendoci, cioè non parliamo mai semplicemente, ma parliamo correndo, saltando, tirandoci la palla, piangendo, ridendo, facendo tutto quello che di solito si fa nella vita normale quando si parla, perché non si parla mai così come facciamo noi quando impariamo una lingua, siamo concentrati solo sulla bocca. Da tutto questo materiale a un certo punto il nostro drammaturgo, il collega Held, che appunto ormai è a fianco all'inizio praticamente di questa avventura teatrale, mischia, forma, e viene fuori uno spettacolo. I ragazzi, per molti di loro è la prima volta che sono davanti a un pubblico, quindi sono giustamente molto nervosi, quindi hanno bisogno del vostro sostegno, vi prego di incoraggiarli.